So, meine lieben Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Resident Evil 2 Remake. Leute, wir sind in den Laboren. Ashley ist verletzt. Wir wollen Ashley tatsächlich jetzt auch retten, ja. Und ja, Leute, wir wissen nicht, was noch großartig auf uns wartet. Eine Sache weiß ich aber, und zwar, dass hier noch ein Mr. Raccoon versteckt sein soll. Den würde ich mir gern holen, allerdings war hier gerade so ein blöder Zombie. Da muss ich mal gucken. Haben wir noch ein Messer oder irgendwas? Nein, haben wir natürlich nicht. Ja, das ist die Kacke. Das ist die Scheiße. Schnell rein. Holen. Da. Und wieder raus, Freunde. Lass uns den Typen einfach liegen lassen. Ist egal. Wir holen einfach schnell den Mr. Raccoon und schnell wieder raus. So, Leute, dann wollen wir wieder zurückgehen. Wir müssen wieder zurück. Allerdings habe ich jetzt gerade was vergessen. Nein, das Ding brauchen wir genau. Signalmodular, irgendwas. Keine Ahnung. Da wollen wir jetzt wieder zurückgehen. In der Hoffnung, dass wir das jetzt gut hinkriegen, Freunde. Warte mal, mir fällt gerade auf, ich habe gar keine Heilung dabei. Das ist nicht so cool. Denn Heilung ist, glaube ich, schon recht wichtig, würde ich mal sagen. Ne? So, Leute, ich hoffe, dass wir jetzt auch irgendwann mal zum Ende kommen. Ich habe nämlich, ich finde das Game zwar mega gut, aber ich würde trotzdem jetzt gerne irgendwann mal zum Ende kommen, ja. Das ist das, was ich mir so ein bisschen wünsche, muss ich jetzt ehrlich sagen. So, jetzt gucken wir erstmal. Ich habe natürlich jetzt genau mein Handy, was ich jetzt haben wollte, habe ich natürlich jetzt nicht hier. Denn es gibt nämlich noch ein, wie soll ich sagen, es gibt hier noch was, was wir noch nicht wissen können, aber wissen wollen. Und ich weiß jetzt nicht genau, wo ich es finde. Ich habe das heute in einem Video zufällig gesehen, wie man das lösen kann. Und das würde ich jetzt gern machen. Aber wie gesagt, da fehlt mir eigentlich noch die Lösung, weil ich sie noch nicht gefunden habe. Aber ich weiß die Lösung, weil ich es heute gesehen habe, Leute. Und deswegen gucke ich jetzt schnell, wo mein Handy ist. Bis gleich. So, meine lieben Freunde, da sind wir wieder zurück. Wir wollen weitermachen. Und zwar müssen wir jetzt mal kurz mal gucken. Wenn ich da rausgehe, da wollen wir nicht hin. Wir wollen da hin, genau. Wir müssen hier leider lang. Den können wir noch nicht lösen. Hier kommen jetzt wieder die blöden Viecher. Die können uns auch den Kopf abbeißen übrigens. Das ist natürlich ein bisschen kacke. Aber wir müssen da lang. Scheiße, nee, ich glaube, wir sind tot. Weil die beißen jetzt, glaube ich, den Kopf ab. Ja. Ich glaube, tot, ja. Yep, tot. Das wollte ich natürlich nicht. Also gut, wir versuchen es nochmal. Fortsetzen. Das muss schneller gehen. Das muss schneller gehen. Wir müssen dringend wieder da durch, Freunde. Anders können wir es nicht. Wir könnten höchstens jetzt nochmal eine Feuergranate. Ich hätte mal vielleicht ein Messer oder irgendwas mitnehmen sollen. Das wäre vielleicht gar nicht verkehrt gewesen. Vielleicht nehmen wir noch schnell irgendwas mit. Eine Blendgranate oder so. Das wäre jetzt die zumindest irgendwie. Eigentlich bräuchte ich eine Flamme. Eigentlich bräuchte ich eine Feuergranate. Also hier Feuerdings. Ihr wisst schon. Gucken wir mal ganz kurz, natürlich jetzt gut gelaufen. Da haben wir drei. Ja, komm, nehmen wir mal mit jetzt los. Die werden wir vielleicht brauchen. Damit könnten wir die besiegen, wenn wir wollen. Damit könnten wir die besiegen. Allerdings sind die auch zu zweit. Das ist die Kacke. Ich möchte natürlich trotzdem durchkommen. Bringt das Viech nicht? Doch. Komm, geh drauf. Ich glaube, der hat ein Messer bei hier. Genau, das Messer nehmen wir wieder mit. So, sehr schön. Der hat nichts mehr bei. Haben wir natürlich zwei Brand jetzt verwendet, aber gut, was sollen wir machen, Leute? Was muss, das muss. So, hier wollen wir her. Ich habe nämlich hier den Code. Wo auch immer man den herkriegt, Leute. Ich weiß es im Moment. Ich weiß nicht, wo man den herkriegt. Aber ich will jetzt auch nicht ewig suchen. Das ist jetzt schon mal falsch, würde ich sagen. Wir brauchen nämlich den. Den und dann den. Ja. So, jetzt können wir nämlich das komische Gewächszeug herstellen, Freunde. Ja, und das wollen wir ja. Das Problem ist halt tatsächlich, dass hier über diese scheiß Viecher sind. Vielleicht haben wir die beide jetzt auch erledigt. Könnte ganz gut sein, dass sie jetzt beide tot sind. Das würde ich als gut erachten. Habt ihr noch irgendwas? Nee. Ich glaube, die haben wir. Da ist noch einer. Also Feuergranaten sind wirklich sehr wichtig, Freunde.
So, damit sind wir hier. Hier müssen wir her. Hier wollen wir das Ding jetzt herstellen. Jetzt ist nämlich das Gitter offen. Und wir brauchen dieses komische Serum oder was das da auch immer ist. Das brauchen Manueller wir. Modus aktiviert. Bitte Lösungsmenge an Kartuschenkapazität anpassen. Okay. Muss ich erstmal kurz gucken selber. Ich glaube, das hier. Dann füllen. Dann müssen wir das nochmal drehen. Dann das wieder. Das stimmt doch gar nicht, Digga. Ach so, warte mal, genau. Nee, das stimmt doch nicht. Wie kann ich denn jetzt hier... Wir müssen das irgendwie wieder rauskriegen. Vielleicht so? Nee, genau. Jetzt müssen wir, glaube ich, das wieder drehen. So? Boah, Leute, es wird jetzt wieder Stunden dauern hier, glaube ich. Warte mal, doch, das könnte passen, doch. Aber es geht nicht. Scheiße, warum geht das jetzt nicht? So, könnte das eventuell funktionieren? Ach Mann, nee. Nee. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, lass mal kurz mal überlegen. Vielleicht habe ich es jetzt. Den so rum, dann den drehen, weil der Pegel deutlich höher ist. Wenn wir jetzt den wieder. Nee, warte mal, wenn wir jetzt den wieder drehen. Und den wieder drehen. Das könnt ihr jetzt hinhauen, Leute. Hoffen wir es mal. Natürlich nicht! Mann, warum denn nicht? Nee, das funktioniert nicht. Oh, Leute, das ist. Ja, das ist wieder top. Das. Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum der das immer komplett reinfüllt, weil eigentlich dürfte das doch gar nicht gehen. Ist natürlich ideal jetzt, hä? Der leert das scheinbar immer komplett, was wir eigentlich nicht wollen. Ne? Das wollen wir eigentlich nicht. Warte mal, jetzt könnte das doch funktionieren. Das ist doch, glaube ich, jetzt die richtige Größe, oder nicht? Nee, das ist auch wieder nicht die richtige Größe. Das ist zu voll. Was hat denn der hier für eine Größe? Stimmt auch nicht, ne? Warte mal, wir müssen jetzt. Nein, ach Mensch, Leute, hört doch mit dem Scheiß auf, Mann. Das stimmt auch nicht. Wir müssen das vielleicht. Leute, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich kann jetzt nur rätseln. Das ist hier jetzt Rätseltime. Mal die beide jetzt tauschen. Auch nicht. Mal die jetzt nochmal tauschen. Das könnte jetzt. Nee, das ist auch schon wieder zu viel. Och Mensch, was soll denn das jetzt? Das hält mich jetzt extrem auf. Diese Scheiße. Krieg ich das denn jetzt nicht hin? Ja, toll. Das kleine Stück, was wir jetzt gerade umgefüllt haben, hätten wir jetzt gebraucht. Das brauchen wir jetzt hier eigentlich. Warte mal. Och Mann, das wollte ich doch gar nicht, Mann. Das wieder umfüllen. Das stimmt doch jetzt schon wieder vorne und hinten nicht, Mann. Mir fällt trotzdem noch mal was ein. Ich versuch's noch mal was. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Jetzt haben wir nämlich hier den Rest. Sie mal kurz überlegen. Nee, das stimmt nicht. Ich glaube, wir müssen jetzt das hier nehmen. Dann müssen wir das wieder tauschen. Nein, das hier tauschen. Wir brauchen den anderen, glaube ich. Das könnte doch jetzt hinkommen, oder? Toll, wir haben's. Sehr schön. Sehr schön, Mann. Hat zwar ewig gedauert, aber egal. Verteilerkartusche, Lösung. Okay. Jetzt denke ich ja mal,
Hier werden wir jetzt ja eigentlich nichts mehr haben, glaube ich. Ich weiß ja nicht, was hier noch alles. Was man hier noch braucht. Obwohl das halt Viech jetzt nicht dasteht. Wir gehen erstmal nochmal zurück. Und machen jetzt mal das hier rein. Ich hoffe, dass das funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Hoffentlich funktioniert das. Funktioniert nicht. Fehler. Temperatur der Lösung außerhalb des akzeptablen Bereichs. Was soll ich jetzt machen? Temperatur der Lösung. Eine Kartusche, mit der diverse Lösungen im Gewächshaus verteilt werden können, enthält Lösung. Irgendwie muss ich das Ding aufwärmen oder so. Das ist natürlich wieder die übelste Scheiße. Denn ich weiß ja jetzt nicht genau, wo ich hin muss. Lösungssprinkleranlage, da waren wir gerade drinnen. Führungspersonal, PC, da fehlt. Wir können eigentlich bloß noch runter müssen. Viech, komm mal mit jetzt. Ey, der sieht mich einfach nicht. Jetzt hat er mich, glaube ich, gesehen. Ist noch eine Pflanze, sehe ich gerade. Die nehmen wir mit. Liegt nix, okay, ist egal. Oh, shit. Damit sollten wir hier aber, denke ich mal, alles haben jetzt. Jetzt müssen wir, glaube ich, hier einfach. Ah, scheiße, nee, das Viech ist ja noch hier. Ah, Kacke. Aber das kriegen wir hiermit kaputt. Ja. Glaube, es ist tot. Wir müssen jetzt mal den Strom anstellen, Leute. Dann kommen wir hier, glaube ich, auch weiter. Ich hoffe, dass das Viech nicht mehr aufsteht. Was haben wir hier? Sehr schön. Brandmunition. Das ist natürlich geil. Ich hoffe, dass wir nicht draufgehen. Das können wir jetzt echt nicht gebrauchen. Oh, was haben wir hier? Trophäe. Die kann man doch. Hä? Eine Trophäe in Form einer DNA. Was? Ah, das ist das Passwort, was wir gerade hatten. Ja, genau. Hier kriegen wir also das Passwort her, was wir gebraucht hätten, okay? Murph, Leute, wir brauchen jetzt Murph. Untersuchen. So, dann müssen wir Murph. Murph. Genau. Das ging ja schnell jetzt. Murph. Hoffentlich geht das jetzt. Und ich hoffe, es kommen keine Zombies jetzt. So wie es aussieht, sind wir damit jetzt fertig, oder? Das ist noch nicht abgehakt, das heißt. Es ist höchstwahrscheinlich noch irgendwas offen. Aber Strom ist da, das ist erstmal schon mal ganz gut. Damit können wir hier jetzt. Ich würde ja gerne mal gucken, ob es hier noch was zum Sammeln gibt. Okay, da könnten wir jetzt rein. Tieftemperatur, da müssen wir wahrscheinlich hin, um das Ding zu aktivieren. Jetzt bin ich einmal gespannt, wenn wir später hochkommen, ob wir jetzt von dem Viech vorbeikommen. Oder ob uns das Viech fickt. Hier waren wir auch noch nicht. Alter, wir finden hier sau viel Brandmunition, Leute, weil wir das brauchen für die Viecher. Das ist eigentlich voll geil, ne? Komm, wechsel doch die Munition. Munition wechseln, Brandmunition, damit wir die töten können. Hier ist auch wieder eine Schreibmaschine, das ist sehr schön. Was haben wir hier? Ein Messer, auch gut. Ja, damit haben wir wieder ein Messer, Freunde. Aber, nein, noch nicht speichern. Wir legen das Messer erstmal schnell weg, nämlich das alte. Das legen wir auch weg. Das nehmen wir vorsichtig mal mit. Das legen wir weg. Das legen wir weg. Das legen wir weg. Und den Rest behalten wir, weil ich noch nicht genau weiß, ob wir das brauchen oder nicht. Speichern aber erstmal nochmal. Genau, 69, 17, 36, 39, wo haben wir? Muss ja dann der hier sein. Der erste. So, okay. Ich hoffe, dass wir hier jetzt schnell vorankommen, Mann. Ich habe keinen Bock mehr. Ich will das endlich durchhaben, das Game. Nicht, dass das scheiße ist oder so, aber ihr kennt das doch, Mann. Man will irgendwann auch mal fertig sein, versteht ihr?
Und will irgendwann mal fertig sein mit dem Game. Weil das Labor gefällt mir irgendwie nicht so hart, hä? Die Polizeistation war am geilsten. Das Labor ist, nicht so. Ein bisschen Angst, dass hier wieder irgendein Viechzeug ist. Ich hoffe einfach mal, dass hier nichts ist. Außer vielleicht irgendwelche Sachen, die ich gebrauchen kann. Licht haben wir leider irgendwie nicht. Warum auch immer sie das manchmal einschaltet und manchmal nicht. Das. Okay. Munition haben wir auch nicht. Die steht bestimmt gleich auf. Wenn ich da vorbeilaufe, dann steht das Viech auf. Willkommen zurück, Dr. Lee. Sie haben 5 neue Nachrichten. Ja. I know. Ich weiß nicht, ob wir erst am PC gehen sollten. Erstmal am PC gehen. General Staff Rayleigh im Posteingang. Kaum zu glauben, dieser Cartwright. Was für ein Arschloch. Naja, er ist der Boss vorerst. Egal, hast du meine Helix irgendwo gesehen? Ich habe das Geheimnis unten draufgeschrieben. Sag Bescheid, wenn du sie findest. Ah, genau. Ja, das haben wir ja gefunden. Hast es nicht zu unserem kleinen Meeting geschafft? Schön. Sorg dich nicht wegen der Gewächshausinspektion. Erledige stattdessen diese kleine Aufgabe. Stelle ein Budget für übernächstes Jahr zusammen. Bis heute Abend. Wir werden angegriffen. Es gibt Tote. Der Ostbereich ist isoliert. Mit den Armbändern, die wir haben, können wir die Brücke nicht benutzen. Wo versteckt sich der Drexler Cartwright? Also den brauchen wir wahrscheinlich. Gewächs 43 dreht durch. Im Gewächshaus ist der Teufel los. Wir müssen da jemanden reinschicken, bevor es zu spät ist, Rain. Wie halten wir das Ding auf? Du musst uns helfen. Bitte beantworte. Erinnerst du dich an Susie, die Skileaderin? Ein tolles Mädchen. Wir waren beide total verschossen. Sie wollte natürlich nichts von Nerds. Ich musste noch die Comics und Spiele zurückgeben, musste ich aber gedulden. Okay, wir müssen diesen Cartwright finden. Hätte meinen Parker einpacken sollen. Mir gefällt das nicht, dass hier schon wieder überall Leichen liegen, oder? Das hat doch wieder was zu bedeuten. Gucken, ob hier irgendwo nicht vielleicht noch ein Dings steht. Ah, schön. Ein Mr. Raccoon, Freunde, denn die sind ja... Die umgeben uns... Der Typ hier auf dem Boden, der gefällt mir nicht. Der steht bestimmt gleich auf, Mann. Der steht bestimmt gleich auf, der Typ. Okay. Gehen wir mal einfach davon aus, dass jetzt alles gut ist. Wir müssen hier ran. Müssen das Ding reinstellen. Und dann können wir es wahrscheinlich verwenden. Gehe ich mal davon aus. So, ich glaube, jetzt können wir es verwenden. Jetzt müssen wir wirklich nur gucken, dass die Viecher uns nicht angreifen. Was sie zweifellos tun werden. Unkrautvernichter. Kühlvorgang abgeschlossen. Der Typ liegt immer noch da. Noch ist alles im grünen Bereich, Freunde. Ist hier irgendwo ein Mr. Raccoon versteckt? Steht bestimmt jetzt auf. Nö. Wir sind auch tatsächlich verletzt, Mann. Wir sind verletzt. Hier ist alles voller Leichen. Wir gehen nochmal schnell speichern, bevor wir jetzt hochgehen. Und das Ding einsetzen. Sicher ist sicher, Freunde. Sicher ist sicher, ja. Und dann hoffen wir jetzt einfach mal, dass wir hier jetzt so gut durchkommen. Jetzt müssen wir natürlich wieder an dem blöden Viech vorbei. Aber wenn wir Glück haben. Wir könnten natürlich auch noch einen anderen Weg gehen. Irgendwo noch Mr. Raccoon. Nope. So, jetzt hoffen wir mal, dass das Viech nicht da ist, Mann. Ansonsten war tot. Aber Gott sei Dank haben wir gespeichert. Ich muss gucken, wo das Viech ist. Da hinten. Die stehen wieder auf. Warum stehen die wieder auf?
Wir haben doch beide getötet. Das ist ja kacke. Warum stehen die wieder auf? Hoffentlich bringt das jetzt was, Mann. Lösung wird zerstört. Schön. So viel zum Thema Unkrautbefall. Also die müssten jetzt eigentlich... Warnung. Oh komm, Digga, ey. Ja, komm und weiter, 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 weiter. Scheiße. Die Messer sind echt unbezahlbar, Freunde. Der ist bei der anderen Seite runtergefallen. Ihr wollt mich doch verkackeiern, wollt ihr mich doch. Ihr wollt mich doch verkackeiern. Der ist tatsächlich bei der anderen. Nein. Nee, das ist mir zu blöd. Das mache ich jetzt nicht nochmal. Spiel ist es? Nee. Wir müssen den Spielstand laden, Leute. Das mache ich jetzt nicht nochmal. Ich weiß, es ist blöd, Leute, aber ich muss das tun, denn das dauert jetzt sonst zu lange. Weil hier sind wir, glaube ich, jetzt schon, wo wir die Lösung schon zerstäubt haben. Das Blöde ist, jetzt müssen wir da tatsächlich wieder raus. Das ist das Blöde. Und die zwei Viecher sind wieder da, ja. Ach, Mann, gucken wir mal. So, haben wir das Zeug schon? Nee, haben wir noch nicht. Jetzt, ne? Ficken uns hart. Lösung wird zerstört. So, das haben wir. So viel zum Thema Unkrautbefall. Warnung, Sie haben ohne Genehmigung eine gefährliche Lösung zerstäubt. Ja. Ihre Taten wurden aufgezeichnet und Sie müssen sich etwaigen Disziplinarmaßnahmen unterziehen. Jetzt kommen die natürlich. Oh shit. Ah! Fick dich. Warum sind die jetzt hier drinnen verflucht? Okay, wir müssen das Messer. Wir brauchen das. Geht nicht anders. Lauf, 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 Claire, lauf. Das Messer haben wir jetzt. Lauf doch, Mann! Aber jetzt müssen wir den Computer verwenden. Mal gucken. Lass mal kurz mal gucken. Was können wir hiermit jetzt machen? Wann ist Nest ein Nest für Spione geworden? Letzten Monat 3, diesen Monat sogar 4. Und das sind nur die, die wir erwischt haben. Sorgen für die Sicherheit, Cartwright. Oder wollen Sie irgendwie Ihr Vorgänger? Ich schränke außerdem ab heute den Zugang zum Westbereich ein. Ignorieren Sie alle Anfragen vom Hauptquartier, die mit dem G zu tun haben. Dieser Schlipsträger tragen sowieso nicht zu diesem Projekt bei. Unkrautvernichter durch unautorisierten Mitarbeiter des Ostbereichs freigesetzt. Okay. Das gefällt mir alles nicht. Ich will noch nicht sterben. So, okay, dann können wir hier erstmal wieder speichern, würde ich sagen. Auch Leute, wenn euch das Speichern auf den Sack geht, aber es muss sein. Denn wir wollen ja auf Nummer sicher gehen und ich möchte hier sicher durchgelangen. Natürlich möchte ich noch genug Muni haben, um die scheiß Drecksgegner zu besiegen, die noch auf uns zukommen werden. Aber fürs Erste. So, jetzt können wir nämlich gegenüber gehen und vielleicht sogar hier schon, ich weiß nicht, hier runterfahren, Hauptschacht. Vielleicht geht da schon irgendwas, vielleicht ist da schon irgendwas drin. Wir gucken mal. Hier können wir jetzt aufmachen. Unautorisiert. Also da müssen wir wahrscheinlich am Ende hin. Wir müssen jetzt aber erstmal hier durch. Nein, hier waren wir ja. Wir müssen hier durch. Genau. Genau. Okay. Ich will hier gar nicht rein, Mann, Leute. Ich will einfach nur hier raus. Eine Brand haben wir noch drin. Eine Kassette. Digitale Labor-Videokassette. Da ist irgendwas Blödes drauf, hundertprozentig. Speicherpunkt, okay. Da können wir wieder Strom anschalten.
Aber keine Schreibmaschine diesmal. Wo ist die fucking Schreibmaschine? Keine Schreibmaschine, was hat das zu bedeuten? Übersehe ich die gerade oder ist hier wirklich keine Schreibmaschine? Okay, ist wirklich keine, ist egal. Wir machen erstmal hier diesen. OSS brauchen wir. Untersuchen. OSS. Zack. Und reinsetzen. Komm. So, damit ist der Saft an. Wir haben das hier, das können wir jetzt ablegen. Die Videokassette, die müssen wir nochmal gucken. Videokassette. Gucken wir uns mal an, Leute. Gucken, was da los ist. T-Virus gesichtet. Ich gehe rein. Dr. Birkin, Sie kommen jetzt ganz ruhig mit. Glauben Sie, ich wusste nicht, dass Sie kommen? Das ist mein Lebenswerk! Ich gebe Ihnen gar nichts! Wir haben unsere Befehle, Dr. Birkin. Ich sag's nur noch einmal. Röntgen! Feuer einstellen! Was zum Teufel sollte das? Wir hatten Befehl, ihn leben zu fassen. Wir sind drin, Sir. Doch es gab Widerstand. Wir mussten die Zielperson ausschalten. Korrekt, Sir. Roger. Nur die Proben also. Abmarsch. Das heißt, der liegt höchstwahrscheinlich noch da, der Typ. Höchstwahrscheinlich. Okay. William Birkins Posteingang. Forschung an G wird eingestellt. Die Umbrella Corporation hat entschieden, alle Forschung an G einzustellen, die im Nestlabor stattfanden. Sämtliche Gelder für dieses Projekt werden gestrichen und der Laborleiter William Birkin wird seines Postens enthoben. Vielen Dank für Ihre E-Mail, Dr. Birkin. Die Leitung interessiert sich sehr für diese sich entwickelnde Biowaffe. Sorgen Sie sich nicht um die Kosten. Unser Unternehmen ist das bestfinanzierteste des Landes. Wie ich hörte, ist G beinahe bereit. Sehr gut. Komisch nur, dass Sie das nie an den Labor hier in der Umbrella-Zentrale meldeten. Aber darüber kann ich hinwegsehen. Also schicken Sie doch die Daten rüber. Wären Sie so nett? Und keine Sorge, Sie haben mit G gute Arbeit geleistet, aber jetzt übernehmen wir. Sie werden der Vertragsverletzung gegenüber der Umbrella Corporation verdächtigt. Es wurde festgestellt, dass sie die Eigentümerschaft für das G-Projekt beanspruchen und unautorisierten Kontakt mit den US-Militär hatten, ja? Bitte antworten Sie innerhalb der nächsten 24 Stunden auf Forderungen des Komitees. Also er wollte das natürlich nicht abgeben, er wollte das für sich behalten, kann man irgendwo auch verstehen, ja? Jetzt müssen wir mal gucken. Eine blaue Pflanze, die wir nicht brauchen. Schön. Ich würde gerne nochmal speichern, aber das geht nicht. Ich glaube, der hat aber ein Autosave gemacht. Das könnte sein. Was haben wir hier? Ist das normales Schießpulver? Ich weiß es jetzt gar nicht. Warte mal. Schießpulver, ja. Ja, komm, kombinier mal. Wir haben genug Zeug. Wir haben genug Zeug, Leute. Nehmen wir mal nochmal die Säuregranaten. Da haben wir auf jeden Fall mehr von. Duschen. Weil wir so reulich stinken, Mann. Was haben wir hier? Videorekorder. Den haben wir doch schon. Handgranate, da ist eine Handgranate. Haben wir eine Handgranate vergessen? Die nehmen wir natürlich mit. Die sollten wir definitiv mitnehmen. Ah. Ist echt gut zu wissen, dass hier sowas rumliegt, ne? Das ist gut zu wissen, Leute.
Mich irritiert die Box, die da lag. Hier kommt doch jetzt irgendwas, Mann. Mich irritiert die blöde Box, die da lag. Man konnte nicht speichern. Man konnte nicht speichern. Holy shit, was geht hier ab, Alter? Jetzt wird's creepy. Hier geht's nicht raus, das ist schon mal gut. Damit sind wir jetzt erstmal am Ende, würde ich sagen. Hier müssen wir irgendwas machen. Scheiße. Ich wollte doch erstmal gucken, Mann. Ah. Okay. Oh ja. Hab dich. Gott sei Dank. Lass mich bitte noch alles durchsuchen. Bitte. Lass mich bitte noch alles durchsuchen. Wir gucken uns das gleich genauer an. Okay, hier geht's gleich nochmal zur Sache. Hier können wir speichern. Jetzt geht's los, Freunde. Jetzt geht's los. Speichern. Das ist gut, dass wir hier tatsächlich nochmal saven können. Wir gucken uns erstmal nochmal an, was kommt, Freunde. Ich weiß es ja noch nicht. Bevor wir jetzt irgendwas machen. Schießpulver groß. Schild verglichen mit normalen Schießpulver. Doppelte Menge her. Wollen wir das einfach mal nehmen? Ja, wir speichern das ab, Leute. Wir speichern das ab. Das gefällt mir noch nicht. Speichern, komm. Dann verbinden wir das. Dann haben wir nämlich genug MP-Munition. Nur für den Fall. Wer weiß, was hier noch passiert. So. Hä? Das wollte ich doch gar nicht. Naja, gut. Versuchen wir halt. Jetzt kommt irgendwas. Irgendwas kommt, jetzt haben wir das. Nee. Schon wieder, Mann. Nein, geh doch nicht hin, Mann. Was ist dieses Ding? Das war mal mein Mann. Jeez, meine Schöpfung! Ich hätte ihn töten sollen, als ich die Chance hatte. Ich weiß nicht wieso. Ich konnte es nicht. Er war ihr Ehemann. Ehrlich gesagt stand unsere Arbeit immer an erster Stelle. Was ist mit Sherry? Wie konnten Sie sie alleine lassen, während Raccoon City zur Hölle ging? Ich wollte nicht, dass meine Tochter in einer Welt mit dem G-Virus aufwächst. Ja, aber das ist nicht sie. Toll. Ich mach das. Es wird doch eh nix. Tut mir leid, William. Nein! Ich will nicht nochmal! Ich will nicht nochmal! Oh nein! Ich weiß nicht, womit du
rechte Arm. Nein, hast du nicht. Was du auch tust. Hör nicht auf, bis es vorbei ist. Hör sie zu. Toll. Das endet jetzt. Alle Klubschis töten. Lass alle Klubschis töten. Wird auf dem Rücken noch welche. Tot jetzt, komm. Nein. Er hat schon wieder alle... Nein! Wir haben noch keine Munition, kein Nix mehr. Was ist das? Er bringt mir natürlich nix. Toll. Scheiße, lauf! Haben wir hier, sind wir rot, jetzt müssen wir aufpassen. Das war's, Diggas. Haben nichts mehr zum Heilen. Nein. Oh shit. Hochleistungsmunition, ja, haben wir natürlich nicht mehr. Und tot, Freunde, und tot. Ja. Ich glaube, da müssen wir jetzt tatsächlich unsere ganze Munition verwenden, oder? Ja, und jetzt? Oh, das gibt's doch nicht, Mann. Jetzt ist das Ding wieder offen. Holy shit. Tot. Scheiße. Ja, okay, ja gut. Was sollen wir machen, Leute? Müssen wir jetzt nochmal kurz gucken. Lass mich mal kurz nochmal gucken. Auto, Sherry zurückkehren. Müssen, glaube ich, das nehmen. Ja. Und dann müssen wir jetzt mal die Magnum oder irgendwas mitnehmen. Ansonsten taugt das, glaube ich, nichts. Die Magnum und vielleicht nochmal irgendwie mehr Munition oder irgendwie sowas. Ich weiß es auch nicht. Das ist natürlich wieder kacke. Ich weiß gar nicht, wie man den besiegen soll, Alter. Wenn man Speedrun oder so macht, ja, wo man gar nicht so viel Zeug einsammelt, man. Das muss heftig sein. Lass mich mal kurz nochmal gucken. Wir haben eine Granate. Dann legen wir das mal weg. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit.
Ja, gut. Was sollen wir machen? Nehmen wir das noch mit. Die Magnum-Munition. Da müssen wir aber wechseln. Da müssen wir mal... Elektroschocke wäre es vielleicht auch ganz cool, aber ich weiß nicht. Nehmen wir mal die Magnum-Munition mit. Muss ja irgendwie gehen, würde ich mal sagen. Nehmen wir mal nochmal grünes Kraut mit. Für den Fall, falls wir das brauchen. Wo haben wir denn die Magnum-Munition? Wird noch so viel Magnum-Munition? Hä? Ach, hier Hochleistungsmunition. Dann nehmen wir mal 5 mit. Oder 10? 5, komm. Das muss reichen, Mann. Ist doch kacke. Genau, nehmen wir das mit. Und vielleicht doch nochmal Brandgranaten noch einmal. Ich weiß es nicht, Freunde. Nehmen wir nochmal einmal Brandgranaten mit. In der Hoffnung, dass es jetzt gut ist. So, dann speichern wir nochmal. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass es ausreicht, Mann. Das gibt's doch nicht, ey. Das gibt's doch nicht. Gucken wir mal. So, komm, zack. Nochmal probieren. Die Giftgranaten sind ganz gut, muss ich sagen. Das ist echt gut. Jetzt müssen wir auf dem Rücken nochmal hinkommen. Ja, kommen wir natürlich nicht. Ja, und das war's jetzt. Lad nach, lad nach, lad nach. Renn weg, renn weg, renn weg. Brauche Munition. Ja, toll. Und rot. Klar, Digga. Und rot. Ja. Läuft, würde ich sagen. Munition haben wir jetzt auch nicht mehr. Was haben wir hier noch? Oh nein! Oh, was war denn das jetzt, Mann? Kommen wir doch jetzt auch nicht mehr raus. Müssen die Augen kaputt machen. Brauchen wir mehr TMP-Munition. Sterb doch verflucht! Ich hab doch gar nichts mehr, was ich machen kann. Ich hab einfach nichts mehr, Leute. Ja. Und damit war es das wieder. Ich hab doch gar nichts mehr, Mann. Ich hab nichts mehr zum kaputt machen. Holy shit! Auch Munition oder irgendwas?
Wir haben einfach nichts mehr. Boah, ich glaube, wir haben ihn, Mann. Hoffentlich, Alter. Bitte sei jetzt tot, verflucht, ey. Ey, wir haben so viel Granaten jetzt gebraucht, ne? So viel verfluchte Granaten gebraucht. Hier Brandgranaten und so ein Scheiß, ne? Das war jetzt echt heftig, Alter. Ich hoffe, dass wir hier nochmal ein bisschen was kriegen jetzt zum Einsammeln. Es müsste meines Erachtens eigentlich sogar noch einen Erfolg geben. Aber es sieht gerade nicht so aus. So, nochmal eine Granate mitnehmen. Ich hoffe, dass hier noch mehr Zeug rumliegt, Mann, komm. Das kann doch nicht alles sein, Mann. Ich habe so viel verballert. Da muss es doch was geben. Vor allem, ich habe jetzt auch gar nichts mehr, um mich zu wehren. Wenn jetzt tatsächlich nochmal ein Zombie kommt, dann war es das. Hier haben wir nochmal Munition. Hier haben wir nochmal Heilung, das ist auch ganz cool. Finden wir gut Handwaffenmunition, muss man sagen. Ich meine, munitionstechnisch wird es vielleicht sogar immer alles reichen. Aber wir sind halt wirklich sehr sparsam. Ja? Wenn du überlegst, was wir an Pulver und so noch haben. Wenn wir das alles verwenden würden, ja, dann hätten wir bestimmt wirklich eine ganze Menge. Und könnten dem wahrscheinlich auch ganz gut ficken, glaube ich. Glaube ich. Okay. Wir sind orange, das geht noch. Bloß nicht nachladen jetzt mit der, weil bloß nicht nachladen, Alter. Ja. Jetzt kommen wir natürlich nicht mehr zurück. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt die richtige Seite ist. Wahrscheinlich nicht. Ich hoffe, dass er jetzt gespeichert hat. Lag hier nicht vorhin noch so ein Typ? Hoffentlich können wir jetzt irgendwo speichern, Mann. Ich will nicht, dass jetzt hier irgendwas Komisches kommt hier. Videorekorder. Ich glaube, wir nehmen auch mal lieber eine Pflanze mit. Das legen wir mal wieder ab. Das legen wir auch ab. Ich glaube, das brauchen wir nicht mehr. Das nehmen wir mal mit. Den Rest nehmen wir alles mit. Wir haben immer noch 4 Brandgranaten. Und ich glaube, wir nehmen nochmal... Haben wir nochmal irgendwas? Grün und Dings? Grün, grün, grün und rot nehmen wir nochmal mit. Nur für den Fall, Freunde. Ich hoffe, dass wir gleich speichern können, aber hier scheint so, als wenn hier keine Schreibmaschine ist. Das heißt, hier müssen wir jetzt leider nochmal ohne Speichern auskommen. Okay. Aber wir können hier eigentlich nochmal zurücklaufen und speichern. Das müsste ja gehen. Das müsste ja gehen. Ja, das geht noch nicht, das weiß ich. I know, I know, I know, I know. Und dann sind wir doch hier eigentlich jetzt soweit durch, oder nicht? Eigentlich, wo soll man denn jetzt sonst noch hin? Frage ich mich. Wir speichern jetzt hier nochmal. Das ist ja hier zu Sherry zurückkehren, deswegen nehmen wir mal das hier nochmal. Weil vielleicht wollen wir den ja nochmal probieren, den Typen. Könnte ja sein. Könnte ja sein. So, okay. Toi, toi, toi. Sie wurde geheilt anscheinend. Ich wusste, du schaffst es. Meine Mom braucht Hilfe. Annette? Sherry? Wie geht's dir? Okay. Aber du siehst nicht so gut aus. Mami? Hey, ich muss den Bildschirm sehen. Gott sei Dank. Also wird Sherry gut gehen? Sie wird eine Weile geschwächt sein. Ja. Sie ist frei vom G-Virus. Hörst du das?
Was ist dir passiert? Sie wurde angegriffen von... Sorg! Sorg dich nicht um mich. Bring meine Tochter in Sicherheit. Tut mir leid, Sherry. Das alles. Wichtig ist jetzt nur, dass du lebst. Wir können sie nicht hier lassen. Du hast recht, das nicht. Achtung! Unautorisierte Entfernung eines Level 4-Virus erkannt. Ablehnung der Anlage angelegt. Was bedeutet das? Ist der Selbstzerstörungscode? Falls das Chief-Virus das Gebäude verlässt. Ja. Bitte. Halte meine Tochter. Nein! Sherry. Sherry, wir müssen deiner Mom Lebewohl sagen. Komm, bitte sag ihr. Bitte, Sherry. Hör zu. Sie hat dich geliebt. Wir müssen wirklich gehen. Komm schon. Du hast recht mit der Jacke. Ich hab Glück, dass du da bist. Hör zu. Wir können später drüber reden. Wir müssen schnell machen. Komm schon. Oha. Ich hoffe, dass wir jetzt mal Munition oder irgendwas nehmen können. Obwohl ich nicht weiß, was wir jetzt brauchen. Upgrade-Chip, okay. Können wir gleich kombinieren eigentlich? Ja. Sherry, kannst du schneller laufen? Ja. Ich will dich nicht hetzen, aber wir müssen los. Ich glaube, Leute, ich werde jetzt einfach zu Sherry zurück. Ich werde jetzt, glaube ich, einfach ein paar Sachen mitnehmen und hoffen, dass das reicht. Wie gesagt, ich weiß nicht, was jetzt kommt. Ich kann nur vermuten, dass jetzt das Ende naht. Und deswegen, Leute, nehme ich jetzt einfach mal alles mit. Was ist denn, wenn ich das mitnehme und das mitnehme? Was ist denn, wenn ich das hier kombiniere? Warte mal. Ist doch kacke jetzt gewesen, oder? Das war doch jetzt nicht gut, oder? Oder haben wir jetzt auch verdammt viel Munition, oder? Ist egal, wir machen nochmal Schießpulver. Was ist denn, wenn ich das hier mitnehme? TMP. Die doppelte Munitionsmenge. Hochwertiges. Dann nehmen wir das auch nochmal mit. Dann machen wir nochmal schön MP-Munition. Jetzt rüsten wir richtig auf, Leute. Jetzt rüsten wir richtig auf, Alter. So. Alter, wir haben so viel Munition. So, das behalten wir so bei. Und dann nehmen wir bloß nochmal Dings-Munition mit, würde ich sagen. Bloß nochmal hier ein paar Brandgranaten nehmen wir nochmal mit. Grünes Kraut nehmen wir. Na komm, wir haben erst Silverspray noch genug. Wir müssen natürlich gucken, dass wir immer noch genug Zeug haben. Wollen wir es mal so versuchen? Wir versuchen es jetzt so mal. Ich speichere jetzt einfach nochmal hier unten. Der allerletzte Speicherstand, Leute. Da speichern wir jetzt nochmal. So, jetzt gucken wir mal. Wir sind eigentlich gut ausgerüstet, würde ich sagen. Gucken wir mal. Ach nee, warte mal, ich habe noch was vergessen. Ach komm, jetzt lassen wir jetzt so. Versuchen es jetzt so, wie es jetzt ist. Wir versuchen es. Wir versuchen es. Mal gucken. Wird wahrscheinlich knapp. Alles bricht zusammen. Bahnsteig, okay. So, komm, Sherry, lass runter. Wir müssen los, komm, Sherry. Lass uns schnell hier abhauen. Sie mit meiner Jacke. Vielleicht kann ich das ja dann alles besser einschätzen, wenn wir jetzt mal sehen, was jetzt passiert.
Oha. Claire? Ja? Danke, dass du so nett zu mir bist. Dass du mir hilfst. Bin so froh, dich getroffen zu haben. Bin auch froh, dich getroffen zu haben, Sherry. Aber spar dir den Dank, bis ich dich hier rausbekommen habe. Der Bahnsteig, glaube ich. Das soll was heißen, Leute, wenn es hier nochmal Heilung gibt. Ja. Nochmal ein Messer, Alter, wir haben langsam keinen Platz mehr. Wir haben keinen Platz mehr. Hier ist nochmal eine Schreibmaschine. Okay, dann speichern wir hier nochmal ab. Dann brauchen wir das alles nicht mehr machen. Verstauen. Das verstauen wir jetzt auch einfach mal. Das muss doch jetzt reichen. Guck mal, was wir hier haben jetzt alles. Das muss doch jetzt reichen. So, komm, letzter Speicherpunkt nochmal. Los geht's, Freunde, los geht's. Wünscht mir Glück, dass wir es schaffen. Komm, Sherry. Komm, Sherry, wir müssen zum Zug. Müssen wir hier runter? Komm. Es geht automatisch. Oh, shit. Hier ist eine Pflanze. Eine blaue. Sherry, komm! Die müssen wir nicht machen, die Typen. Diese scheiß Drecksviecher müssen jetzt ja auch wieder kommen. Natürlich ist das Mistteil verschlossen. Warte! Sherry, was machst du? Ich glaube, ich mach schnell. Kann ich auf der anderen Seite öffnen. Ja, jetzt muss ich Deckung geben. Toll. Mach auf, verflucht. Wie lange dauert das, Sherry? Komm, 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 komm. Hier noch was drauf irgendwo? Nee. Komm, 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 komm. Komm, Sherry. Sherry, hältst du durch? Bin direkt hinter dir. Ja, komm. Machst du gut? Ich glaube, wir sind hier fast drauf. Aber nur fast. Was haben wir hier? Nein! Das nehmen wir auch nochmal mit. Hier liegt doch überall noch was rum, oder nicht? Nice. Ich glaube, damit können wir ihn ganz schön ficken. Was müssen wir hier machen? Was muss ich hier machen jetzt? Ich weiß nicht, was ich jetzt machen muss. Komm, Sherry, komm. Die zwei Dinger brauchen. Oh nein. Nehme ich jetzt einfach mal hier. Nehme ich jetzt einfach mal schnell das hier. Was machst du? Ich muss diesen Zug in Gang bringen. Ja. Vorsichtig. Immer. Jetzt kommt das Viech.
Komm. Und Hebel benutzen, komm. Okay. Irgendwas ist passiert. Okay, funktioniert. Claire! Was? Leon! Leon? Du bist auch hier unten? Ja. Aber hier stürzt gleich alles ein. Hör zu. Du musst hier raus. Schnell! Ich weiß. Kennen Weg raus. Ich denke, wir können es alle schaffen. Wo bist du jetzt? Claire, bist du noch da? Leon, die Verbindung bricht ab. Kümmere dich nicht um mich. Verschwinde von hier. Leon. Ich komme dich jetzt nicht suchen, Digga. Mist! Warum ist die scheiß Treppe jetzt runter? Muss ich dann machen, verflucht? Oh, ich keine verfluchten Brandgranaten mehr. Wir haben noch Brandgranaten. Scheiße. Lauf doch, Claire, verflucht! Keine Munition, kein Nix mehr. Keine Munition, kein Nix mehr, großartig. Holy shit! Das war's. Das war's. Das war's. Stirb, verflucht! Stirb! Lauf doch weg, Mann! Ich glaube, wir haben's. Jetzt kommen wir hier raus.
Also, was willst du als erstes tun, wenn wir hier raus sind? Ich will sehen, wo du wohnst. Gut. Denn ich brauche dringend eine Dusche. Ja. Wirklich? So übel? Oh, ja. Claire! Leon! Ist so gut, dich zu sehen. Hab doch gesagt, wir schaffen's, oder? Hast du. Ja, Leute, das war's. Resident Evil 2 Remake, Freunde. Sehr, sehr nice auf jeden Fall, Mann. Ich bin jetzt froh, dass wir es durch haben. Und ja, wir hatten noch verdammt viel Zeug rumliegen. Ja, wir hatten noch verdammt viel Heilung. Wir hatten noch verdammt viel Munition. Ich hatte so viel Granatwerferschuss und Flammenwerferschuss und keine Ahnung, was alles holen können, ja. Krasser Scheiß, auch ganz viel Heilung hätten wir noch mitnehmen können. Also wir hätten es definitiv auf jeden Fall geschafft, Freunde. Ja, wir hätten es definitiv auf jeden Fall geschafft. Deswegen, Leute, mega nice ist Resident Evil 2 Remake, ja. Im Jahre 1997, glaube ich, erschienen, ja. Oder nee, 98 erschienen, ja. Spielt ja auch im Jahre 98 oder soll im Jahre 98 spielen. Ja, Leute, 2019 Resident Evil 2 Remake, übelst geil. Es soll ja auch noch der dritte Teil kommen. Also nicht offiziell bestätigt, aber der dritte Teil wird sehnsüchtig gewünscht und ich hoffe natürlich, dass Nemesis auch kommt. Es soll übrigens am Ende der Credits noch ein kleines Outro geben, ja, also es gibt noch einen kleinen Nachspann, den ich selber noch nicht gesehen habe, der soll aber noch ein bisschen was anteasern und ja, Leute, ich hoffe, ihr bleibt noch so lange dabei, ich lasse die Credits natürlich wieder durchlaufen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel Spaß, Leute, ich bedanke mich bei allen, die zugeschaut haben, ich bedanke mich bei allen, die bisher durchgehalten haben und auch die Videos geguckt haben und ja, sehr nice, Leute, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da, würde mich freuen. Und wenn ihr sonst noch irgendwelche Sachen habt, schreibt es in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns wieder zu den nächsten Spielen, Battlefield und so weiter und so fort, Leute. Haut rein, macht's gut. Ich bedanke mich für das wunderbare LP an die Zuschauer, die da mitgemacht haben. Leute, macht's gut, haut rein und ciao. Euer Panschu. Servus.